Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eliphas Leary's kleiner Serie über Magie. In meinem vorherigen, etwas älteren Video über Egregoren in der englischen Version hat jemand in der Kommentarsektion eine kleine Liste von Fragen hinterlassen und diese Fragen finde ich derartig gut, dass ich sie als Aufhänger und Leitfaden für ein neues Video über die Thematik verwenden will. Kleiner Hinweis also an jeden von euch, wenn ihr mich dazu zwingen wollt, neue Videos zu machen, stellt mir Fragen und denkt dran, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten und ich gebe mir größte Mühe, meine Antworten so wenig dumm wie es nur geht klingen zu lassen. Also, ich werde die Fragen, sollte jetzt irgendjemand von euch die englische Version geöffnet haben und die Kommentarsektion kontrollieren. Ich werde die Fragen nicht in der Reihenfolge beantworten, wie sie da stehen, weil es bietet sich bei ein paar Fragen an, die gemeinsam zu beantworten. Fangen wir an. Kommen Egregoren natürlich vor, ohne jemandes Absicht oder jemandes Willen? Kurze Antwort ja, längere Antwort in ein paar Sekunden. Gibt es da eine Verbindung zu Jungs Archetypen? Und gibt es eine direkte, das sind jetzt zwei Fragen, gibt es eine Verbindung zum Schamanismus? Da Carl Gustav Jung seine Idee der Archetypen entwickelt hat, nachdem er verschiedenste Glaubenssysteme verglichen hat und da Parallelen zwischen den verschiedenen Götterfiguren, Dämonenfiguren und so weiter gesehen hat, gibt es da eindeutig eine Verbindung. Das Wort Schamanismus, wie es hier gebraucht wird, will ich jetzt einfach mal als Priester übersetzen, denn Schamanismus ist ja eigentlich eine Bezeichnung für die ursprüngliche Religion in Sibirien. Wird heute aber durch die Esoterik-Szene für alle möglichen Leute, die mit Sibirien nichts am Hut haben, verwendet. Und da findet man immer wieder die Betonung eines bestimmten Archetypen, nämlich des Tricksters. In dem Sinne sind Leute, die sich als Schamanen bezeichnen, ganz egal, ob sie Ahnung von Sibirien haben oder nicht, ehrlich, denn sie deuten dadurch ja darauf hin, dass sie die Leute ein bisschen an der Nase rumführen. Oder dass ihnen der Trickster zumindest so wichtig ist, dass sie gern mal was von ihm lernen. Ich habe in meinem vorletzten Video, was glaube ich, zumindest aus dieser Serie das vorletzte Video, darauf hingewiesen, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, Götter zu erschaffen. Also Götter existieren, soweit ich weiß, nur in der menschlichen Vorstellung. Wenn ich mich da irre, bin ich mehr als bereit, meinen Irrtum zuzugeben. Hab aber bis jetzt noch nichts gefunden, was mich dazu bringen könnte. Schauen wir uns den Mechanismus der Religion mal im Allgemeinen an. Die meisten Menschen sind sich nicht darüber im Klaren, dass sie selbst die Götter, an die sie glauben, erschaffen. Die Priester geben den Leuten eine Form vor. Man könnte sagen eine Schablone und der Gläubige füllt diese Schablone aus. Und glaubt dann an das, was er da erschaffen hat und meint, das würde irgendwie losgelöst von ihm selbst oder ihr selbst existieren. Egal, ob es jetzt Götter sind oder Dämonen oder Engel oder sonst was. Also der Priester nutzt die Fähigkeit, die jeder Mensch hat, zu seinem Vorteil aus und versucht dabei nach Möglichkeit zu verhindern, dass die Leute sich darüber im Klaren sind oder sich darüber klar werden, dass sie selbst diese Götter erschaffen haben. Und die Frage, wie wirkt sich das aus auf Leute, die sich nicht darüber im Klaren sind? Manchmal wirkt sich das nur so aus, dass die Leute halt ein religiöses Leben führen und versuchen, ihre eigene Ethik als
von außen vorgegebene Moral auszugeben und verhalten sich wunderbar. Aber wir alle kennen auch die ganzen Fälle, wo sich derartige Mechanismen ziemlich unschön auswirken, wo Leute dann anfangen, anderen ihren Glauben aufzuzwingen, anderen das Leben zur Hölle machen, aufgrund dessen, was irgendwelche Priester sagen, und eventuell sogar losrennen und sich selbst in die Luft jagen oder andere Leute umbringen, wegen dem, was irgendwelche Priester ihnen in den Kopf setzen. Also, die Folgen des Ganzen können ziemlich schlimm sein. Dann ist hier die schöne Frage bezüglich Außerirdischer. Sind Außerirdische eine Art von Egregor? Und wenn ja, sind sie die Grundlage von Lahm, also dem Wesen aus der ganzen Crowley-Mystik? Crowley selbst hat über Lahm nicht sehr viel geschrieben. Kenneth Grant hat dagegen dann auf einmal sehr viel über Lahm gewusst. Und die ganzen Leute, die anfingen, mit der Figur Lahm zu arbeiten, haben dann noch mehr dazu gepackt. So, dass man da sozusagen im Labor sehen kann, wie sich ein Egregor entwickelt, wie ein Egregor ein Eigenleben entfaltet. Und die Leute sich, die Gläubigen sich gegenseitig beeinflussen und ja, die Entwicklung dieses Wesens vorantreiben. Was Außerirdische angeht, was die heutigen UFO-Kulte angeht, das sind natürlich alles fiktive Gestalten. Das sind natürlich alles Egregoren in dem Sinne. Und es gibt durchaus Literatur, wo Parallelen gezogen werden zwischen dem modernen Glauben an Außerirdische und dem eher traditionellen Glauben an Engel, der in den Kirchen ja immer mitschwingt, weil die Figuren der Engel tauchen in der Bibel auf, aber sind bei den christlichen Priestern nicht so gerne gesehen. Weswegen einige Engel dann auch einfach rausgeflogen sind und gesagt wurde, nee, das sind jetzt keine Engel mehr. Am Rande bemerkt, der Name Luzifer bezog sich mindestens bis 750 nach Christus, aber in einigen Teilen der römisch-katholischen Liturgie bis heute auf Jesus. Also Jesus wurde mal Luzifer genannt und ist dann irgendwann zum Teufel umgemünzt worden. Außerirdische sind also Egregoren. Und man kann sagen, sie sind eine Form von materialistischem Engelsglauben. Wo früher ein paar flatternde Flügel gereicht haben, brauchen diese Wesen heutzutage irgendwelche Raumschiffe, weil wir können ja auch Raumschiffe bauen. Und der ganze pseudowissenschaftliche und teilweise absolut unwissenschaftliche Unsinn, der da verbreitet wird, macht weiterhin deutlich, dass es sehr religiös ist, was da verbreitet wird und jeglicher Basis entbehrt. Wirkliche Literaturtipps dazu kann ich nicht geben. Ich lese gerade ein Buch von Peter Robert König namens Abramelin und Co. Da geht König ein bisschen auf die ganze Geschichte ein, aber nur am Rande. Die nächste Frage, die mir hier gestellt wurde, kann Leuten, die am Vergleich zwischen dem modernen UFO-Glauben und dem alten Engelglauben interessiert sind, hoffentlich helfen. Die nächste Frage hier lautet, fällt mir irgendwas ein, wo man sich über das Thema bilden kann, wo man darüber was lesen kann? Also über das Thema Egregor, klar, Wikipedia. Wikipedia ist für Recherche immer ein guter Ausgangsort. Man sollte die Artikel natürlich kritisch betrachten. Es gibt aber in Wikipedia mittlerweile die strenge Vorschrift, dass die Aussagen belegt werden müssen, und die Liste mit Belegen unten am Artikelende hilft einem bei der Recherche. Ebenso die Literaturangaben und die Literaturhinweise und die Weblinks und so weiter.
Wikipedia ist für Recherche eine gute Basis. Die Artikelinhalte bitte immer kritisch sehen und es ist durchaus nützlich, wenn man bei Wikipedia-Artikeln auf die Diskussionsseite schaut. Denn auf der Diskussionsseite kann man sehr leicht sehen, welche Aussagen im Artikel umstritten sind, teilweise auch umkämpft sind, welche Aussagen also mit äußerster Vorsicht zu genießen sind. So, das waren die Fragen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und damit wünsche ich euch wie immer alles Gute, sehr viel Spaß, genießt eure Zeit, genießt euer Leben und genießt alles.